Hallöchen, meine Lieben. Heute habe ich für euch die Bread News Box für den Monat März. Ja, März, ja, wir haben schon März. Die ist vorgestern bei meiner Mutter angekommen, weil ich ja umgezogen bin. Deswegen hatte ich sie auf meine Mutter umgestellt, dass sie dorthin geliefert wird. Ja, und meine Mutter hat sie mir jetzt gestern mitgebracht. Und jetzt schauen wir mal den Inhalt. Meine Mutter hatte sie schon mal aufgemacht, deswegen ist sie jetzt etwas unordentlich. Man sieht schon sofort alles. Ich weiß jetzt auch schon einiges vom Inhalt, weil meine Mutter es mir natürlich erzählt hat. Das ist natürlich super. Ja, wie immer ist das News-Magazin dabei. Da geht es jetzt um Spargel für Genießer, Frühlingszeit, Spargelzeit, ja, Hase trifft Huhn, die Ostersaison ist eröffnet, unser täglich Brot, Brotbacken ist eine Kunst. Ja, da ist die Karte zu den Produkten. Und ja, ich schreibe sie euch wie immer unten nochmal in die Infobox rein und schreibe euch dann nochmal genau die Preise dazu. Ich lege sie mir jetzt hier hin und fange dann mal an. Das erste ist von San Pellegrino, eine neue Sorte. Die trinke ich ja super, super gerne in Zitrone und auch in Grapefruit. Und das ist Arancita Rossa. Habe ich das richtig ausgesprochen? Arancita Rossa. Was steht denn dazu? Blutorangenlimonade. Da freue ich mich super drüber. Die fliegt auch so wahrscheinlich gleich in den Kühlschrank, dass ich sie gleich eiskalt trinken kann. Ja, von San Pellegrino, die Limonaden, die sind super, super lecker. Da kostet, da ist das Launchdatum Januar 2014 und die kosten 99 Cent die Dose. So, was springt mir da als nächstes ins Auge? Das sind Eislollis. Dreh und Trink. Dreh und Trink, das waren doch früher diese komischen Flaschen, diese komischen Plastikflaschen, wo dieses total künstliche Zuckerwasser drin war. Ja, also auf jeden Fall was für mich. Ich mag ja solche Wassereis sehr, sehr gerne, also lieber als irgendwelche Milcheis oder sonst irgendwas. Ich mache mir auch gerne mein Eis selber aus Orangensaft oder anderen Säften einfach einfrieren in diesen, von Ikea hatte ich die, glaube ich, mal in diesen Eispops. Und da ist jetzt drin zweimal Cola, zweimal Orange und zweimal Erdbeere, also 5 Stück. Ich muss da jetzt mal reingucken, wie groß die sind. Ohne Konservierungsstoffe mit Vitamin C und koffeinfrei. Das ist auch auf jeden Fall mal gut für kleine Kinder. Also ich denke mal, da wird sich meine Nichte auch sehr drüber freuen, wenn sie da mal einen von abbekommt. Wenn wir sie nicht vorher vernichtet haben. Ja, die sind auch nicht zu groß, nicht zu klein. Also für eine kleine Erfrischung sind die perfekt. Ja, da freue ich mich sehr drüber. Hier sind sie. Die gibt es seit Juni 2013 und kosten 1,99 5 Stück. So. Dann weiter. Dann habe ich hier Kuchenglasur. Die habe ich auch schon mal gekauft. Das ist die von Dr. Oetker, die neue, die man halt so in den Topf hängen kann und danach halt so ausgießen kann. Das ist jetzt eine dunkle Zartbitter-Schokolade und ja, also kann man auch immer gebrauchen, freue ich mich auch drüber. Und die gibt es seit Mai 2013, ja, wusste ich schon, und kostet 1,59 Euro. Ist sehr, sehr praktisch. Also für jemanden, der keine Mikrowelle hat und die Kuvertüre einfach in der Mikrowelle schmilzt, ist es sehr, sehr praktisch. Ja, dann habe ich von Knorr die feurige Barbecue-Chili-Soße. Ja, Chili gerne, aber Barbecue kann ich jetzt überhaupt nichts. Die letzte Barbecue-Soße, die ist immer noch nicht leer, die hat mein Freund angebrochen und seitdem steht sie im Kühlschrank. Also ich mag Barbecue überhaupt nicht. Da wäre mir die zweite Grillsoße, die würzigen Burger, doch lieber gewesen. Aber okay, ich finde bestimmt einen Abnehmer, der auch diese feurige Barbecue
Soße nimmt. Die gibt es jetzt seit diesem Monat, März 2014, und kosten 1,59 Euro das Stück. So, dann habe ich hier Zuckerschrift. Das ist super, dass die da drin ist. Die kann ich nämlich gleich für nächste Woche verwenden. Da hat nämlich meine kleine Nichte ihren 4. Geburtstag. Ja, Zuckerschrift kennt, glaube ich, jeder von uns. Es ist jetzt kein neues Produkt. Okay, doch, seit Februar 2013 gibt es das erst. Na, vielleicht sind sie neu aufgemacht worden, aber Dr. Oetker, die Zuckerschrift, die kenne ich schon ewig und habe ich auch eigentlich immer zu Hause. Ja, ist auch ein Produkt, was man immer gebrauchen kann und was sehr, sehr toll ist. So, was nehme ich denn das nächste? Juhu, Kekse! Kekse, Kekse, Kekse. Milk Chocolate Hoop Noobs Oat Biscuits von McVitie's. Lecker Schokokekse. Oh, ich glaube, ja, ich esse euch ja nicht so gern einen vor, aber ich habe jetzt auch heute noch nichts gegessen. Und ich muss. Zumindest einmal beißen. Oh, geil. Geil, geil, geil. Die sind super, super lecker. Oder beziehungsweise riechen sie sogar lecker. Okay, ich glaube, das war's mit dem Video. Ich gehe dann mal mit meinen Keksen auf den Balkon. Super, super lecker. Aber bevor ich jetzt hier anfange, eine Fressorgie zu veranstalten, lege ich den mal zur Seite. Ach, lecker. Ich liebe Kekse. Und vor allem, ich bin ja diesen Haferflockenkeksen vom Ikea total verfallen. Und das sind auch Haferflockenkekse und mit Schokolade. Und die sind so, so geil. Die gibt es seit Januar 2014 und kosten 1,99 Euro. Eigentlich auch. Sorry. ja, das nächste ist auch Kekse. Von wieder McVitie's Digestive. Diese Frühstückskekse. Zu allem Esskekse. Weizenkekse mit Milchschokolade. Mache ich die jetzt auch noch auf? Nein, eine angebrochene Packung reicht. Kekse, ich liebe Kekse. Die gibt es seit Juli 2013 und kosten 1,29 Euro. Ja, über Kekse und Schokolade muss ich mich halt super freuen. Die sind einfach, ich liebe Kekse. Ich liebe, 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 liebe Kekse. Sorry, dass ich euch jetzt so zuquatsche wegen Keksen, aber es sind halt Kekse und es ist gutes Wetter. Ich habe gute Laune und Kekse! Ja, so, so wie ich das sehe, das ist das vorletzte. Das heißt, das vorletzte Produkt, ich glaube, ich hatte hier schon jede Menge. Tequila El Jimador. Margarita Premium Tequila. Okay. Ich würde mal sagen, das ist ein Cocktail. Ja, da gibt es hier die Auswahl. Mit Alkohol ja oder nein, ohne Alkohol. Und ich habe jetzt natürlich mit Alkohol, weil ich halt angegeben habe, dass ich Alkohol trinke. Ja. Und die kosten 3,84 Euro und gibt es auch nicht seit diesem März letztes Jahr, März 2013. Und ja, für Nicht-Alkoholiker hätte es... ja, Bonbons, Koffeinbonbons, Fruchtgummis gegeben und Fruchtwassermix. Ja, auch nicht schlecht. Aber ich denke mal, das ist mal ein Hingucker und das kann man sich mal aufheben. Jetzt, wo es auch im Sommer wieder warm wird und man abends mal grillt, kann man das sich abends mal aufmachen, ohne da groß anfangen zu müssen, Cocktails zu mischen. Ja, Preis hatte ich schon gesagt. Und jetzt kommen wir leider zum letzten Produkt. Das
in so eine Polsterfolie verpackt. Ich liebe sie. Hatte ich jetzt beim Umzug auch unendlich viele und ich habe sie alle kaputt gemacht. Hengstenberg Cranberry Essig mit Ahornsirup. Besonders mild. Ja. Kann ich in meine Essigsammlung aufnehmen. Ich habe schon Himbeeressig und diverse Balsamicos. Weiße, brauner. Balsamico Essenz und ja, stinknormalen Essig. Und ja, ich benutze regelmäßig jetzt auch gerade im Sommer für diverse Salate oder einfach auch mal nur so, dass man halt Fleisch damit mariniert. Also ja. Was kostest du? Was kostest du? Das gibt es seit April 2013 und kostet 1,99 €. Ja, das war die Brand News Box März 2014 und ich bin durchweg begeistert. Ich werde mich jetzt mit meiner Kekspackung auf den Balkon verziehen und ja, mir sehr wahrscheinlich die ganze Packung reinziehen. Und liebes Brand News Team, das ist mal wieder eine super, super, super tolle Box. Ich habe mich super drüber gefreut und an alle meine Zuschauer, bis demnächst. Tschüss!